Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Next RC Heli Simulator Part. Dies ist jetzt der Part 6 und Hannes sagt einmal, worum es heute geht. Ja, heute geht es um das neue Update. Ihr seht, der Bungee sieht anders aus. Das liegt daran, dass das neue Update raus ist, nämlich die Version 1.330. Es ist jetzt die 2014er, das 2014er Update, weil vorher war es, wie man hier unten gut sehen kann, von 2011 bis 2013. Jetzt ist es das 2014 Update. Den Button gab es vorher schon, aber hier gab es nur dieses eine Modul. Ihr seht, im Hintergrund ändert sich wirklich die Farbe. Ja, denn hat Dominik noch was Cooles rausgefunden. Das können wir auch mal gerne zeigen. Hier seht ihr die Pitch-Werte. Wenn man diese ein bisschen hochschraubt, dann verändert sich auch der Heli beim Fliegen. Wenn man, also original sind beim Banshee, die Pitch-Brems-Dynamik sehr weit unten. Sehr weit unten. Und wenn man die hochschraubt, kann man wirklich so fliegen, wenn man, ich sag mal, 1 Meter über dem Boden ist, dann hochfliegt, sag ich mal 6 Meter, und dann 6 Meter wieder runterfliegt, oder 5 Meter, wie nachdem. Und dann bremst er eben so doll ab, dass er wirklich ganz wenig Bremsweg hat. Das ist das zeigen wir einfach mal. Recht cool. Erstmal den Motor angeschmissen. Man also sieht es. So will das aussehen. Dann würden wir, glaube ich, nochmal den Original Wert zeigen. Na, ich glaube, den kennen Sie ja schon. Ja. Also ist halt normal. Ja, also ist eben sehr weit unten, braucht sehr viel Weg zum Abbremsen. Ja. Wie hattest du das denn gerade mit der KMH-Zahl hingekriegt? Ja, das würde ich einmal zeigen. Wenn man nämlich die Nick-Werte ein bisschen hochschraubt, nämlich auf voll. Ein bisschen auf voll. dann gehen wir erstmal ein wenig runter, würde ich sagen. Drehen wir zu uns. Dann steigen wir und drücken die Rückwärtstaste. Also wir fliegen praktisch rückwärts. Ja, das sehen Sie ja. Ja. Da haben wir die Fernsteuer. Also die KMH-Zahl ändert sich gerade doch recht. 200. Wir sind gerade bei 200 km/h. Man sieht, es backt auch leicht. Ja, es ist so. Zieht er so ein bisschen nach oben. Also wir sind jetzt schon bei knapp 300 km/h und man sollte dies weiter beobachten, wenn man das jetzt noch ein paar Sekunden oder Minuten so macht. Der Kreis wird auch viel größer. Ja, weil eben die km/h-Zahl. Man sieht, wir sind jetzt bei über 450, also bei 450 km/h schon. Das sieht man gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ändern wird sich diese Zahl nicht mehr. Wenn wir jetzt den Button loslassen, den Rückwärtsbutton, dann wird man sehen, der Heli ist sehr weit. Hat eine Entfernung von über einen halben Kilometer. Ja. Und ich fliege jetzt einfach mal wieder zu uns. Das wird jetzt wieder, schätze ich mal, 200 km/h sein. Ist echt hart, was, also wie die Helis da beansprucht werden. Ja, denn noch eine Sache, die wir zeigen können. Erstmal gehen wir hier wieder auf die Voreinstellungen. Sieht ja wieder ein bisschen normal aus. Gibt es, glaube ich, was hier? Achso, der KDS hat, glaube ich, eine neue Haube bekommen. Nein. Nee. Einmal hier bei dem Goblin. Ja. Kann man einmal die ganze Haube abnehmen. Dann einmal das 3-Zellen-Setup. 6 Zellen. 6 Zellen, Entschuldigung. Ja, ich frage mich nur, warum die Haube noch nicht geändert wurde. So, jetzt. Also jetzt sieht man wirklich bis auf den Motor alles, sogar bis auf den Akku. Man sieht jedes einzelne Kabel. Und der Akku ändert sich auch. Ja? Ja. Also wenn man die Umdrehung
hoch- oder runterschrauben oder die Akkuzahl, wie jetzt, sieht man, dass es ein Riesenakku ist. Das schätze ich, ist bestimmt 24 oder 12S. Ich schätze 24S. Und man also sieht, 24 Zellen. Er fliegt kaum noch hart durch diese 6 Zellen. Er fliegt lange, sehr, sehr ergiebig, aber nicht mehr hart. Ja, ist also damit lässt sich überhaupt nicht mehr. Also eigentlich kann man damit überhaupt keinen Kunstflug mehr fliegen. Weil es wirklich. Doch, man kann damit super Kunstflug fliegen, das ist ja das Besondere. Also ich kann mich wirklich noch drehen. Also ich mag. Ja, es ist halt nicht mehr so schnell. Ist eben nicht mehr so hart, wie als wenn wir. Was ich noch sagen möchte, zum Beispiel, also spricht mir erstmal aus. Als wenn wir beim Banshee auf. Also die Pitch-Werte alle hochgeschraubt haben und auch die Nick-Werte hochgeschraubt haben. Da sieht der Banshee dann schon ganz anders aus, ist viel, viel, viel schneller weg. Und ja. Dieser ist dann eben nicht mehr so wendig, genauso wie beim T-Rex 450 Pro. Da können wir auch noch einmal gucken. Pro 450L Dominator 6S. Da gibt es einmal die 6S-Vision von und einmal die 3S-Vision. Die 3S-Vision ist wendiger, mehr für den Kunstflug tauglich. Also wer wirklich hart fliegen möchte, für den ist das gut geeignet. Und ja, ich denke mal, wir gucken noch einmal beim Align ja. 450. Ich werde erstmal landen. Ja, wenn wir das hier hinbekommen, weil das beim Kunstflug doch einfach wirklich nicht so einfach ist. Ja, er steht gerade ein wenig schräg. Das Ganze gut, ihr landet auf jeden Fall. Wir gucken einmal beim Align 450. 450? Ja, ich weiß, wo der ist. Ob der auch ein Update bekommen hat? Nein. Nicht. Ja. Da. Der hat noch ein neues Update bekommen. Das ist bekommen. Der Heli. Der T-Rex 3, 600 E Pro. DFC. Natürlich. Da hat er eigentlich. Weil ich glaube, vorne ist das Alu. Nee, ist einfach bloß eine Lackierung. Ja, sind also meistens eigentlich bloß die Hauben, die verändert wurden. Ja. Ist eigentlich nichts Besonderes. Klaus ist so geblieben. Ja, können ja alles mal durchgucken, was sich hier so geändert hat. Da nix. Also ich denke mal bei Align nicht so viel. Doch da. Einmal noch die Haube zum Abgehen. Wieder, was ist das für einer? Also Align. Ich glaube, das ist ein 700er N. Das fliegt sich auch so. Ja, fliegt sich wie ein 700er N. Nee, 700er E, T-Rex. Pro DFC. Naja. Nehmen wir mal Akrobaten. Einmal nicht. Aber da ist ein neuer Heli dazu gekommen, oder? Nein, da waren schon immer zwei. Ja. Also soweit ich mich nicht irre. Wir können doch mal bei alle gucken, ob da. Nee. Wenn er zugekommen ist. Einmal bei. Da war das Mikado. Auch einmal ohne. Ohne Haube eben. Oh, da ist uns sogar zwei dazu gekommen. Einmal ohne Haube und einmal mit einer anderen Haube. Da sieht der Logo mal aus, also mit 3D, wie der 500er. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist das nochmal so ein Plus, so ein Pro-Update. Aber ich glaube auf der. Ich denke mal von dem Mikado Logo gibt es wie bei Align oder auch bei Blade verschiedene Größenvisionen. Einmal ein 500er, 450er oder was es da noch alles gibt. Ich kenne mich mit der Marke Mikado nicht so wirklich aus. Also hier weiß ich, dass das nicht so ist. Ja, also das nächste Video wird mein Einführungsvideo, weil ich habe gesehen, viele, die das auch noch machen, dieses Video, machen Einführungsvideos gleich, wie man das am besten macht. Das wird hier nachkommen.
die Nummer 7. Der Part 7 wird ein Einführung. Ich weiß nicht, wie es denn, entweder Intro oder Sebastian. Nein, auf jeden Fall werden wir das erstmal zeigen, wie fliegt man Vierecke, Dreiecke, vorwärts, abheben, landen und die ganze Sache. Damit werden wir es, glaube ich, auch beenden. Ja, würde ich auch sagen. Und tschüss, bis zum nächsten Video und fliegt schön.